Hallo und herzlich willkommen zurück zum Schatzmeister November. Die heutige Folge setzt den bisher stehenden Trend von Wünschen fort und kommt mit einem weiteren Space Marine Ordensvideo. Für diese Folge zeigt sich Jack verantwortlich und er hat mir eine Wahl gelassen. Ich sollte einfach ein Video zu einem Orden oder einem Primarchen meiner Wahl machen. Und viele von euch würden hier zu Recht nun die Imperial Fists erwarten. Doch es gibt eine einzige Formation von Marines, die mir noch besser gefällt als Dorns Söhne. Die Emperor's Children aus der Zeit von Warhammer 30k. Dementsprechend drehen wir einmal die Uhr 10.000 Jahre zurück und betrachten die stolze dritte Legion, als sie noch keine wilden Tentakelmonster waren. Viel Spaß! Kinder des Imperators bringt seinen Feinden den Tod. Die Geschichte der dritten Legion beginnt im späten 29. Jahrtausend auf dem damals noch nicht so heiligen Terra. Die Erde war zu dieser Zeit ein postapokalyptischer Trümmerhaufen, in dem sich verschiedene Warlords und kleinere Zivilisationen gegenseitig bekriegten, um die wenigen vorhandenen Ressourcen zu beanspruchen. In diesem Chaos erhob sich der Imperator mit einer Armee aus sogenannten Thunder Warriors. Gewaltige, genmanipulierte Soldaten, größer und stärker noch als jeder moderne Space Marine und doch aufgrund ihrer zahlreichen Fehler nur ein Prototyp der später entwickelten Astartes. Mit diesen Kriegern wurde der Imperator schnell zu einer Supermacht und begann große Landstriche zu erobern. So fielen auch die aristokratischen Herrscher einer vergleichsweise zivilisierten Population im ehemaligen Europa den Thunder Warriors zum Opfer. Der Imperator stellte sie vor eine einfache Wahl. Stellt eure Waffen unter mein Kommando oder werdet vernichtet. Die adeligen Häuser wählten die erste Option und wurden schnell zu einer der wichtigsten und fähigsten Teile der Armee. Mit der laufenden Eroberungskampagne wurde es nicht unüblich, dass einige der erfahreneren Generäle vom Imperator große Verantwortungspositionen bekamen und schlussendlich arrangierten sie sogar einen Pakt, in dem die fähigsten Söhne der Häuser als Thunder Warriors in den Truppen kämpfen sollten. Diese Adelssöhne wurden zur dritten Legion der Thunder Warriors und bekamen den Spitznamen Emperor's Children, da sie jene Kinder waren, die dem Imperator überantwortet wurden. Die Children stachen schnell hervor, da die Philosophie ihrer adligen Herkunft auch in ihrem Dienst als Thunder Warrior hervorkam. Sie strebten stets nach Perfektion und danach ihre Missionsziele zu übertreffen, da sie ihren gesteigerten Wert als Kinder der gehobenen Kreise immer wieder unter Beweis stellen wollten. Weiterhin war die dritte Legion eine der wenigen Fraktionen, die bereitwillig mit Elementen der menschlichen Armee zusammenarbeitete. Sie sahen es als ihre Geburtspflicht an, die einfachen Menschen zu leiten und sie zu befehligen. Nach der Wiedervereinigung von Terra blickte der Imperator in die weitere Galaxis. Nun nicht länger als Thunder Warriors, sondern Space Marines, waren die Emperor's Children an der Spitze des großen Kreuzzugs. Ihre Kindheit in den Adelshäusern Terras machte aus ihnen weit mehr als simple Soldaten. Die Children waren exzellente Diplomaten und verstanden es besser als jede andere Legion, einen Planeten durch geschickte Verhandlungen ins Imperium einzugliedern. Wichtig zu erwähnen wäre hierbei jedoch, dass der Name Emperor's Children bisher nur ein Spitzname war und sie offiziell bis zu der späteren Wiedervereinigung mit ihrem Primarchen Fulgrim einfach als die dritte Legion geführt wurden. Doch auch ohne ihren Primarchen leistete die dritte Großes. Während Friedensverhandlungen mit einem menschlichen Reich auf dem Planeten Proxima gab es einen Hinterhalt, bei dem der Imperator und seine Truppen von Rebellen umstellt wurden. Die Situation eskalierte schnell und der Imperator wurde von einer Vortex-Kanone schwer verwundet. Nur dank den Bemühungen des Adeptus Custodes und den anwesenden Legionären der Dritten gelang es dem Imperator, lebend von Proxima zu entkommen. Als Dank erlaubte er der Legion sein persönliches Wappen, den Aquila, in ihre Heraldik aufzunehmen und somit ihre Leistung in der Galaxis zu repräsentieren. Um zu verstehen, wie gewaltig diese Ehre ist, sei gesagt, dass nicht einmal Horus und seine Luna Wolves den Aquila führen durften, nicht mal nach dessen Ernennung zum Warmaster. Noch weniger als ein Jahr nach diesem Erfolg traf die dritte Legion ein schweres Unglück. Während eines Transports ihrer Gensaat von Terra nach Luna wurden sie das Opfer eines Angriffs eines Gentechnik-Kults, bei dem viele ihrer Proben unwiderruflich verdorben wurden. Verbunden mit dem schweren Kämpfen des Kreuzzugs bedeutete diese mangelnde Möglichkeit der Wiederversorgung, dass die dritte Legion schnell in ihrer Anzahl schwand. Zu der Zeit von Fulgrims Wiederkehr waren es kaum mehr als 500 Marines und sie waren schon lange nicht mehr in der Lage, autonom zu agieren. Stattdessen dienten sie als ein Gastregiment in der Flotte einer anderen Legion. Sie wurden den Luna Wolves unter Horus Lupercal zugeordnet und verbrachten dort den Großteil des Kreuzzugs. Fulgrim wurde auf dem Planeten Chemos wiederentdeckt und dann seiner Legion präsentiert. Die dritte Legion und Fulgrim passten perfekt zueinander
und bereits seine erste Ansprache zeigte, dass Fulcrum ein starkes Talent für Diplomatie und Charisma besaß. Er hatte schon früh mitbekommen, dass sich die Dritte selbst als die Kinder des Imperators bezeichneten und brachte in Erfahrung, warum. Fulcrum nutzte diese Information in seiner Ansprache und machte den Titel schließlich offiziell. Eine Geste von immensem symbolischem Wert, der seinen Marines mit Stolz erfüllte und ihm sofort tiefe Loyalität verschaffte. Auch nach der Wiedervereinigung blieben die Children unter dem Kommando der Lunar Wolves. Dieser Umstand brachte die beiden Primarchen Horus und Fulcrum sehr nah und zwischen ihnen entstand eine Freundschaft, die so vollkommen ungebrochen war wie keine andere unter den Primarchen. Etwas, das das Imperium später teuer zu stehen kommen sollte. Durch die neuen Rekruten von Kemos war es den Emperor's Children jedoch endlich wieder möglich, ihre Verluste aufzufüllen. Und auch wenn es einige Jahre dauerte, waren sie doch schließlich in der Lage, wieder selbst zu agieren. Der Imperator gab Fulgrim das Kommando über die 28. Expeditionsflotte, die bisher von Magnus geführt wurde, kurz bevor er Horus zum Warmaster ernannte. Nun wieder auf eigenen Beinen waren die Children fest entschlossen, sich zu beweisen und ihren alten Ruf als die Herolde des Imperiums wieder einzunehmen. Eine ihrer ersten Kampagnen führte sie nach Laeran, einem Planeten, der von einer recht hochentwickelten Xenos-Rasse bewohnt wurde. Die Laer waren eine Rasse von Insektoiden mit schlangenartigen Unterkörpern, die große Fortschritte in Genmanipulation und Body Enhancement gemacht hatten. Jeder Laer war sowohl genetisch wie auch technisch perfekt auf seine Rolle zugeschnitten und das machte sie zu einem gefährlichen Feind. Imperiale Taktiker vermuteten, dass die vollständige Vernichtung der Laer mindestens 8 Jahre, wenn nicht sogar 10 benötigen sollte. Fulgrim betrachtete diese Schätzung als Herausforderung und errang einen titanischen Sieg in nur einem Monat. Auch wenn er für diese Entscheidung von vielen Seiten schwer kritisiert wurde, da seine offensive Taktik viel mehr Verluste forderte, als anderweitig geplant war. Über 5000 Marines sollen während den Kämpfen entweder gefallen oder kampfunfähig verletzt worden sein. Doch viel schlimmer noch als die Verluste, fand Fulgrim tief unter der Hauptstadt von Laeth etwas ganz anderes. Ein Schwert inmitten eines gewaltigen unterirdischen Palastes, in dem offensichtlich mehr als nur ein paar Jahre extremer Ausschweifungen stattfanden. Das Schwert war perfekt, makellos und somit seiner würdig. Also beanspruchte er es für sich. Doch in dem Moment, in dem sich die Finger des Phöniziers um den Griff schlossen, war sein Schicksal besiegelt und der Verfall der stolzesten Legion des Imperiums war nunmehr unvermeidbar. Doch dazu gibt es ein andermal mehr von mir. Wie ihr vielleicht am Anfang schon mitbekommen habt, liebe ich die Pre-Heresy Empress Children und der Fall von Fulcrum ist eins der gleichzeitig genialsten und enttäuschendsten Ereignisse der Horus Heresy Buchreihe. Etwas, das ich irgendwann nochmal gesondert besprechen möchte, wenn wir dann schließlich uns an die Bücher machen. Apropos Horus Heresy Bücher, einige Informationen aus diesem Video stammen aus dem Roman Fulgrim von Graham McNeil, doch haben wir hier wieder ein paar Kanonprobleme. Das meiste ist ziemlich gut miteinander vereinbar, nur möchte ich euch darauf hinweisen, dass ihr nicht alle Infos in diesem Buch finden werdet. Einiges wurde bereits vor 10 Jahren in verschiedenen White Dwarfs beschrieben. Ein Fall, in dem ich einen Lore-Konflikt hatte, war die Schlacht mit den Laer, die ich hier am Ende beschrieben habe. Laut den White Dwarfs von, ich glaube, 2000 oder so, fanden sie erst nach der Heresie statt und radikalisierten den Verfall der Legion, anstatt ihn auszulösen. Hier habe ich mich dazu entschieden, die modernere Quelle zu bevorzugen, also das Buch. Ein Thema, in dem beide Quellen sich leicht unterschieden, aber trotzdem vereinbar waren, war der Name Emperor's Children. Laut älteren Quellen kommt der Name, wie im Video behauptet, aus der Zeit der Wiedervereinigung Terras. Im Roman selbst geben Fulgrim und der Imperator den Namen bei Fulgrims Wiedervereinigung. Somit widerspricht der Roman den alten Quellen nicht, da es durchaus Sinn macht, dass der Spitzname vorher vorhanden war, aber das Buch bestätigt die Geschichte auch nicht komplett. Das bedeutet, die Version, wie ihr sie hier findet, ist mein Versuch, die beiden Versionen zusammenzubringen. Das war's aber jetzt wirklich von mir. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und besonders natürlich bei meinen Patrons für ihre Unterstützung. Schatzmeister Jack bekommt hier nochmal einen extra Dank für den Folgenwunsch und dieses Video hier ist dann offiziell das Ende des Schatzmeister November. Denn die anderen aktiven Schatzmeister sind entweder noch nicht lange genug aktiv oder haben keinen Wunsch geäußert. Bis zum nächsten Mal, I'm out.